Hallo Jünger des Omnisars oder angehende Jünger des Omnisars. Ich nehme immer schwer an, dass wenn ihr jetzt eingeschaltet habt und euch das hier anguckt, wollt ihr ein bisschen mehr über das Adeptus Mechanicus oder spezifischer gesagt über die Skitarii und den Kult Mechanicus erfahren. In dieser Serie werde ich jetzt jede einzelne Einheit auseinanderpflücken und mit euch durchgehen. Also es wird eine mehrteilige Serie werden für Skitarii und Kult Mechanicus, also beide Kodizes, wo wir dann zusammen die einzelnen Truppen durchgehen, sprich Vanguard, Ranger, Breacher, Destroyer etc. pp. Explizit werde ich dann auch auf die Waffen, eventuell auf die Ausrüstung und auf ein paar kleine Taktiken hinweisen und mit euch durchgehen. Jedoch wäre ich natürlich immer erfreut, wenn ich irgendwas falsch machen sollte, weil ich ja auch jetzt nicht der Überspieler bin. Wenn ich irgendwas nicht beachten sollte, dann sprecht mich darauf in die Kommentare an und dann können wir gerne noch darüber weiter diskutieren etc. pp. So, dann würde ich jetzt anfangen und die erste Einheit bzw. die nächste Einheit, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist heute gehen wir ein bisschen auf die Standardeinheiten der Skitarii ein, sprich die Vanguards und die Ranger. Grundlegende Sachen über diese beiden Einheiten zu sagen oder was identisch ist, sind die Profilwerte mit KG3, BF4, Stärke, Widerstand 3, 1 Lebenspunkt, INI 3. Der normale Vanguard hat eine Attacke, der Alpha 2 Attacken, Moralwert 8 bzw. 9 und eine faire Rüstung. So, da unterscheiden die beiden sich schon mal gar nicht. Beide profitieren natürlich von der Doktrina Imperativ und sind unaufhaltsam und haben Verletzung zu ignorieren. Grundlegend unterscheiden die sich unter ihr Erscheinungsbild. Das wäre, das ist ein Vanguard, diesen Metallhelm auf dem Kopf. Und die Ranger sind diejenigen, die diese Mützen auf dem Kopf haben. Und ansonsten haben die Ranger noch einen anderen Profilwert, worauf wir dann gleich nochmal eingehen, beziehungsweise Sonderregel. Ja. Grundlegendes über die Vanguards, wir nehmen jetzt erstmal die Vanguards durch. Darüber zu sagen ist, sie haben im Gegensatz zu den Rangern haben die Radiumkarabiner. Das sind, können wir gerne zusammen hinten mal gucken, die Radiumkarabiner. Es ist ein 18 Zoll Gewehr mit Stärke 3, DS5, Sturm 3 und hat Strahlungsvergiftung. Ja, schön und gut. Hört sich im ersten Moment ziemlich schwach an, Stärke 3, DS5. Aber sollte man nicht unterschätzen, weil wenn du jetzt einen 10er-Trupp von den Rangern bzw. Vanguards hast, sind das 30 Schuss ohne Spezialwaffen. Und durch die Sonderregel Strahlungsvergiftung bekommt jede 6 in der Verwundung eine zusätzliche Wunde. Und das ist extrem stark, weil die unabhängig von dem Widerstand verwundet. Also egal wie hoch der Widerstand des Gegners ist, du verwundest den auf 6 mit einer doppelten Verwundung. Damit kannst du auch Elder Knights zum Beispiel Lebenspunkte abziehen. Aber auch nur Elder Knights, weil Imperial Knights geht ja nicht, weil habt ihr ja Rüstung. Also habt ihr ja Panzerung. Es geht jetzt nur bei Nicht-Panzerung. Also Infanterieeinheiten, monströse Kreaturen etc. pp. Das ist schon mal ziemlich mächtig. Ansonsten ist dazu zu sagen, sie selber verstrahlen, sind auch verstrahlt und wenn ihr im Nahkampf seid, subtrahiert ihr einen Widerstand vom Gegner. Also ihr reduziert den, wenn ihr im Base Contact seid, den Widerstand um 1. Das ist, ich würde eher sagen, eine unterstützende
Wirkung. Wenn man zum Beispiel schon mit Rustalkern oder so im Nahkampf ist, kann man die damit ein bisschen unterstützen, weil sind halt Skitaris und die sind jetzt auch nicht so extrem stark im Nahkampf. Also sie können ein bisschen was, also sie können sich wehren, aber gegen Tangi etc. Da sieht er dann schlecht aus. Wie gesagt, wenn andere Einheiten im Nahkampf sind, könnt ihr die damit ein bisschen unterstützen, so als ja, Unterstützungseinheit. Ansonsten, 18 Zoll Reichweite von Beschuss her ist natürlich ein aggressives Spielverhalten vorausgesetzt, dass man nach vorne rennen muss. Aber dank durch die ganzen Sonderregeln, wenn ihr Menipel spielt oder nach einem normalen Cut der Skitaris, bekommt ihr Kreuzfahrer, ihr bekommt, ihr habt Scouten, also ihr seid schnell unterwegs. Das ist jetzt nicht das Problem. Solltet auch etwas größere Trupps spielen. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten Erfahrungen gemacht. Kleinere Trupps sind zwar flexibler, aber größere Trupps sind wesentlich ja, robuster, würde ich jetzt mal so sagen. Weil bis sie vorne ankommen, man hat Verluste. Auch trotz der Mobilität, man hat trotzdem Verluste. Deswegen größere, lieber ein paar mehr Einheiten spielen, weil die normalen Einheiten, die kosten nichts. Da kostet ein Fünfer-Trupp 55 Punkte. Und jeder weitere kostet 9 Punkte. Die könnt ihr ruhig ausgeben. Also so ein normaler 10er-Trupp, der kostet knapp 100 Punkte. Ja, da könnt ihr ruhig schon ein bisschen was auf dem Feld stellen. Jetzt mal abgesehen von Sonderwaffen, auf die wir dann gleich auch noch drauf eingehen. Ja. Ansonsten könnt ihr den Leutchen ein Omnispex ausrüsten. Das ist dieses schöne Gerät, was den Decker um 1 mindert. Also wenn jetzt der Gegner in der Ruine steht, hat er anstelle von 4er Decker, hat er einen 5er Decker. Das kann schon viel ausmachen. Dann gibt es noch ein weiteres Gimmick. Das habe ich jetzt hier nur an dem Ranger dran. Das ist dieses Gerät, diese weiß nicht, Peilsender oder was das sein soll, Empfänger besser gesagt. Das ist das, ja, wie heißt jetzt noch gleich? Enhanced, hier die verstärkte Datenbindung, genau so war das. Da bekommen die, wenn eine Doktrina imperativ ausgesprochen wurde, bekommt ihr plus 1 auf Moralwert. Ist natürlich nicht stackbar mit dem Teil von dem Dunecrawler, was auch die Moral erhöht. Ist ganz okay, aber ich würde jetzt nicht unbedingt für Punkte ausgeben, weil Moralwert 9 sollte eigentlich meistens reichen, wenn ihr den Alpha noch drin habt. Also ihr müsst übrigens ein Alpha spielen. Ja, also vier Skeet, also ein normaler Trupp besteht aus vier Skitaris und ein Alpha. Ja. Ansonsten, 4er Rüstung habt ihr, ihr habt ein 4 No Pain. Könntet den Alpha noch mit einem Refraktorfeld ausgeben, das würde euch ein 5er Retter geben oder ein Conversion Field. Das ist ein 4er Retter, aber wenn es ausgelöst ist, müsst ihr einen Blendentest machen. Nicht die Einheit selber, sondern alle Einheiten um 6 Zoll, auch die feindlichen. Sehr nützlich, weil normalerweise sind nicht ganz so viele Einheiten von dir in unmittelbarer Umgebung. Deswegen macht sich das schon bemerkbar, wenn du mal einen 4er Retter mitnimmst. Solltest du aber auch nicht übertreiben, weil das Ding kostet 10 Punkte. Und wenn du jetzt jeden Alpha damit ausrüstest, bist du schnell mal ein paar Pünktchen los. Deswegen, wenn du jetzt als Hauptkontingent Skitari spielst, kannst du deinen Kriegsherrn mit dem Conversion Field ausrüsten. Oder die Rustalkers, Infiltrators, aber das ist, da kommen wir dann später nochmal zu. Ja. Dann kommen wir mal zu den Rangern. Die haben noch die Sonderregel durch Deckung bewegen. Also die sind noch eine ganze Ecke mobiler wie die Vanguards, weil die natürlich durch ihre galvanischen Gewehre die Schnellfeuer-Sonderregel haben. Das heißt, sie wollen schneller an den Gegner ran, um halt in Schnellfeuerreichweite zu kommen. Die galvanischen Gewehre sind im Gegenzug zu den Radiumkarabinern ein bisschen durchschlagskräftiger. Die haben einen 4er Durchschlag und eine 4er Stärke und sind Schnellfeuer.
aber haben dafür natürlich nicht die Radiumregel. Ansonsten können sie, haben die die gleichen Regeln wie die Vanguards auch und können auch die ganz normalen Relikte nehmen, auch die gleichen Waffen. Ja, also ich spiele sie meistens etwas defensiver durch die transurischen Arkebusen und durch die erhöhte Reichweite. Wahrscheinlich spiele ich sie dadurch auch falsch manchmal. Aber ich habe auch noch zu wenig, muss ich dazu sagen. Also ich werde jetzt demnächst meinen Skitarii-Stock allgemein noch ein bisschen aufbessern. Werde mehr Standardeinheiten mir zusammenbauen, damit ich einfach ein bisschen mehr Masse auf dem Feld bringe. Weil man merkt schon, wenn man zu wenig Standardeinheiten spielt, dann, vor allem wenn du jetzt Skitarii-only spielst, dann fehlt dir irgendwie ein bisschen die Masse. Die sterben auch schon recht schnell. Dadurch, dass sie halt nur Widerstand 3 haben, da werden die schon mal schnell von irgendwelchen Stärke 6 geschossen, schweren Boltern, Plasma werden die weggefokust. Ne? Also ohne Probleme, die platzen dann. Vor allem Flamer, Stärke 6 Flamer von Salamanders. Da macht man nichts gegen. Da guckt man einfach nur zu und räumt ab. Deswegen sollte man ein paar mehr Einheiten spielen. Aber das wird man eigentlich auch, wenn man selber als Skitarii irgendwann spielt, das auch merken. Viele spielen die natürlich nur als Verbündete zu dem Kultmechanikus, aber ich finde, die Skitaris an sich sind auch ziemlich stylisch und machen Spaß. Ja, Spezialwaffen gibt es einmal das schöne Plasmagewehr. Das ist dieses feine Teil hier mit diesem Rückenmodul hinten, wo die Plasma-Tanks noch drauf sind. Hier vorne noch Plasma-Kapseln drin. Sturm 3 Plasma. Ziemlich mächtig. Können wir da nochmal hinten gucken. Hat im Prinzip das gleiche Plasma-Profil wie alle anderen auch. Plasma-Kaliber. Hat 18 Zoll Reichweite. Stärke 7, DS2, Sturm 3 und Überhitzen. So mächtig das auch sein kann, umso schnell kannst du dich auch selber damit kaputt machen. Hier ein kleiner Tipp. Steck deinen Plasmatrupp in den Kriegsherrentrupp rein. Dann bekommst du nämlich durch das Minipel, normales Skitarii-Minipel, bekommst du hier, Cooks Mechanicus heißt das. Kommt der Kriegsherr, die Sonderregel Erzfeind. Dafür brauchst du nur zwei Standardeinheiten. Musst du nur den Kriegsherrn als Skitarii deklarieren. Selbst wenn du einen Tech-Priester dabei hast, kannst du ja sagen, du möchtest gerne deinen Kriegsherrn als Skitarii deklarieren, wenn du die Punkte dafür hast. Dann bekommt deine Einheit Erzfeind und darfst einen Sinn wiederholen. Ne? Also das hält dir auf jeden Fall schon mal die überhitzen Einsinn vom Hals. Ja, ansonsten zu Plasma muss man nicht viel sagen. Thermikiller oder relativ leichte Fahrzeuge kannst du damit auch knacken, vor allem mit 9 Schuss Plasma. Damit kriegst du locker mal Rhinos platt, Läufer platt. Also easy peasy. Dann haben wir noch das Lichtbogengewehr. Das ist dieses Teil. Hat hier hinten so einen schönen abgerundeten drauf und dieses eckige Gewehr, das ist ein Anti-Panzer-Gewehr, würde ich jetzt mal so sagen, weil das nämlich unabhängig vom Rüstungsdurchschlag, Rüstungsdurchschlag und unabhängig vom Panzerungswerk des Fahrzeugs Schaden macht, weil es die Sonderregel Impuls hat. Zusätzlich hat das Lichtbogengewehr auch Schnellfeuer. Das heißt, wenn du in 12 Zoll bist, bekommst du 2 Schuss. Lichtbogengewehr. 24 Zoll Reichweite, Stärke 6, DS5, Schnellfeuerimpuls. So. Nicht zu verachten. Damit bekommt man auch andere Sachen
Tod nicht nur Panzer, durch die Stärke, erhöhte Stärke 6. Ansonsten Impuls, kennt er ja wahrscheinlich, 1 ist nix, 2 bis 5 ist Streifer, 6 ist Volltreffer. Wenn ihr einen Dreier-Trupp davon habt, joa, 6 Schuss, kann auch schon mal den dicksten Panzer kaputt machen, wenn alles trifft. Und durch die Doktrin, die deine BF um bis zu 3 erhöht, sollte das eigentlich kein Problem sein. Da du ja auch Einsen dann auch noch wiederholen darfst. Bei BF 7 und BF 6 darfst du Einsen wiederholen. Aber bei BF 7 auf die 5 und bei BF 6 auf die 6. Genau, sowas. Wird im Regelbuch so deklariert, dass wenn du so ein guter Schütze, du darfst dann einfach nochmal schießen. Huhu, Skitarik sind gute Schützen. Ja. Ich habe sie bis jetzt auch immer in den Vanguards gespielt. So als Reichweitenverstärkung. Man kann sie aber auch in den Rangern spielen. Weil die harmonieren ja auch ganz gut mit den galvanischen Gewehren. Die haben zwar 6 Zoll weniger, aber die wollen ja auch nach vorne, um in Schnellfeuerreichweite zu kommen. Und die galvanischen Gewehre, die könnten auch nochmal irgendwas mit 10er Panzerung ankratzen, im Gegensatz zu den Radiumkarabinern. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Die transuarische Arkebuse, das ist dieses feine Gerät hier, ein etwas größeres galvanisches Gewehr, schön lang. Stärke X, weil Sonderregel Scharfschütze, aber mit Grundstärke 4, DS3, achso, damit kann man auch eventuell noch ein paar Marines wegsnipen. Durch präzise Schüsse, also wenn gerade nichts Fahrzeugtechnisches mehr da ist, da die Waffe ja Panzerfluch hat. 2W6 auf Panzerungsdurchschlag bei Stärke 4. Bis zu 16 kommt er hoch. Also das könnte auch einen Lehman Russ ankratzen. Aber durchschnittlich wirft man ja immer so 6, 7, also eher so Richtung Läufer. Läuferfraktionen, dich orientieren. Sentinels kannst du damit gut platt machen oder Renos. Das klappt eigentlich immer ganz, ganz gut. Wenn du 3 Stück davon drin hast, im einen Trupp, ganz gut. Ja, ansonsten präzise Schüsse und Scharfschütze. Also bei Trefferwürfen auf die 6 präzise Schüsse und bei Wundungswürfe auf die 6 DS2. Ja. Und ja, dadurch, dass die Ranger und die Vanguards unaufhaltsam sind, dürfen die auch mit ihren schweren Waffen, was die transuarische Arkebuse im Prinzip nur ist, weil die anderen sind Spezialwaffen, ohne BF-Abzug laufen und schießen. Also es ist schon ziemlich cool. Dadurch, dass das halt eine sehr agile und mobile und auch erdrückende Armee ist, muss das auch so sein, weil wird ja keinen Sinn machen, wenn du mit einer transuarischen Arkebuse schießen willst, aber du willst deinen ganzen Trupp dadurch nicht bewegen, nur weil du damit mit dem Ding schießen möchtest. Und Snapshots. Deswegen ziemlich cool. Jo, ansonsten nahkampftechnisch sind sie nicht so stark begabt. Die einzigen, die ein bisschen was reißen können, sind die Alphas. Das sind diese Typen hier. Ich habe den hier mal ein bisschen umgebaut. Der hat hier eine Klaue vom Breacher und ein Captain America Schild. Das ist mein kleiner Captain America. An sich hat er gerade eine Lichtbogenpistole ausgerüstet. Und wenn man den... Eine Lichtbogenpistole ist ziemlich cool, ist aber auch nur Reichweite 12. Und im Nahkampf kann man den verschiedene Sachen ausrüsten. Kommen wir mal da hinten. Da haben wir einmal ein Energieschwert, was man den ausrüsten kann mit Stärketräger DS3. Natürlich gegen Marines gar nicht mal so schlecht. Dann gibt es noch den Lichtbogenstreitkolben. Der hat Stärke plus 2, also kommt man schon auf Stärke 5. Uhu. Und DS4 aber leider nur.
aber ist dafür erschütternd und hat Impuls. Also damit kriegt man dann auch nochmal ein Fahrzeug oder einen Läufer platt. Leider kostet das extrem viele Punkte, wenn ich mich nicht, also wenn ich mich recht entsinne. Müsste man nochmal eben gucken, aber ich meine, das wäre so um die 20 Punkte würde das Teil kosten. Und das ist mir persönlich, ehrlich gesagt, ein wenig zu teuer. Ja, irgendwie auf jeden Fall kostet es so um die 20 Punkte wird es kosten. Ich weiß es gerade nicht. Ach ja, steht ja weiter vorne, ne? Lichtbogenstreitkolben, ja, 20 Punkte. Dann gibt es noch Energieschwert für 15 Punkte dabei und den Taserstab für 10 Punkte. Ja, der Taserstab, der funktioniert im Prinzip wie die von den Infiltrators. Stärke plus 2 und bekommst ihre Sonderregel Taser. Also bei Trefferwürfen von 6 bekommst du 2 zusätzliche Attacken dazu. Aber mit DS-Strich. Ja, im Prinzip ganz nette Gimmicks für den Nahkampf, aber im theoretischen ja, aber im praktischen lohnen sich die Punkte meinerseits, also von meinem Empfinden her nicht. Aber muss man selber für sich wissen, weil ich würde lieber für 20 Punkte, wenn man jetzt jeden Alpha mit 20 Punkten Lichtbogen, Streitkolben ausrüstet oder Energieschwerter oder Taserstäbe. Leute, dafür könnt ihr nochmal einen Fünfer-Trupp mitnehmen und euch da noch eine Waffe reinpacken, die 24 Zoll Reichweite hat zum Beispiel. Also, ja. Aber ist ja auch, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Ja, ansonsten gibt es hier auch gerade gar nicht mehr so viele Sachen zu sagen zu den Skitaris, Vanguards und Alphas, Rangers. Ich sage euch nur, packt davon genug ein, erdrückt den Gegner damit sozusagen. Werde ich demnächst auch nochmal versuchen. Omnispecs immer schön einpacken, die 10 Punkte, die lohnen sich, die sind Gold wert, weil ein 5er oder ein 6er Decker, das macht schon einen Unterschied. Und ja, das wäre es dann erstmal zu den Vanguards. Weitere Einheiten werdet ihr dann bald sehen.